Also wenn wir uns richtig auf den Sack gehen, reden wir einfach gar nicht mehr miteinander. Wir haben auch ein Codewort, wenn wir uns zu sehr schaden. Safe-Wort, wenn wir zu böse werden. Safe-Wort? Ja, dann sagen wir im Gespräch einfach Apfelmus. Apfelmus? Also so ein Safe-Wort würde bei uns gar nichts bringen. Nee. Und dann weiß die andere, oh, das ging jetzt gerade übers Ziel hinaus, ich halte jetzt mal kurz die Fresse. Schritt zurück. Das merke ich mir. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Wo müssen wir uns drauf einstellen? Wenn die Phoebe ihre Ohrringe auszieht und dir gibt, dann sollte ich rennen. Wenn ich meine Schuhe ausziehe, dann sollte sie rennen. Ja. Am Ende sieht's immer nach hinten los. Das stimmt. Von hinten können wir. Das haben wir früh geübt. Das Drag Queen Duell wird auf jeden Fall die Phoebe gewinnen. Chess gewinnt, definitiv. Phoebe. Chess. Phoebe. Ich gewinne und Chess gewinnt. Wir gewinnen beide. Heute könnt ihr meinen Mann ausspannen. Ja, ja, wir haben schon gesagt. Wir haben schon einen Plan. Oh ja, ich setze mich auf sein Gesicht. Ich setze mich auf seinen Schritt. Na, wenn du im Gesicht sitzen willst, gerne. Du hast so ein schönes Gesicht, du machst es nur kaputt, Jazz. Also die Phoebe, die fand ich ja schon ein bisschen süß. Ja, da pass auf, dass ich nicht mit dir durchbrenne. Ich würde sagen, wir beide gehen zu Steffi und gucken uns mal deinen Entwurf an. Du nimmst mich mit, ja? Ich nehme dich mit. Komm mit, Hübsche. Ich kann dir nichts versprechen. Naja. Lasst eure Finger bei euch. Ne?